Jetzt haben wir es Mittag, gestern Abend vor. Wie viel, wir rechnen mal zurück hier, 20 Stunden saßen wir hier, saß ich hier in diesem Stadion mit genau diesen Kameras. Meinen 3 R3, 600, 2470, 70-200, das ist mein eigentlicher Standard, meine Standardausrüstung, mein Standard-Kit. Ich bin aufgewachsen mit der Schwarz-Weiß-Fotografie und der Dia-Fotografie und alles, wo man auf extremst gute Qualität Wert gelegt hat. Heutzutage steht die Kamera oder meine Kameras mit ihren 24 Megapixeln in dieser Sache keinster Weise nach. Es ist für uns im Gegenteil, es ist sogar ein Genuss, Bilder, die mit langen Objektiven auf der anderen Seite im Sport gemacht wurden, rauszukroppen. Das ist normal. Das ist ein ganz normaler technischer Fortschritt geworden. Im speziellen Fall gestern war es so, wir waren mit zwei Fotografen hier von unserer Firma, von Getty Images, vor Ort. Wir haben uns aufgeteilt, jeder hinter einem Tor. Ich habe ein bisschen aus bayerischer Sicht auf der falschen Seite gesessen, weil die Tore alle auf der anderen Seite gefallen sind. Aber ich habe einen unglaublich guten Jubel gehabt von Thomas Müller. Auf der anderen Seite, 120 Meter entfernt, mit dieser Kamera gemacht, mit diesem Objektiv, 1:1. Und die Qualität ist berauschend. Du kannst es wunderbar rausziehen. Du kannst den Jubel wunderbar rauskroppen. Thomas Müller in der Luft gelegen, gejubelt in der Luft. Fantastisch. Eine Schärfe, Qualität. Wow. Das Gute daran ist, dass diese Kameras heute Sport extrem schnell sind. Speed is everything. Das heißt, wir müssen nicht nur schnell fotografieren. Wir müssen unsere Bilder auch unseren Kunden wahnsinnig schnell zur Verfügung stellen. Das heißt, die Kamera unterstützt uns in der Fotografie und in der Bildübertragung. Wir machen unsere Sportfotografie heute natürlich live, alles live. Das heißt, wir senden unsere Bilder aus dieser Kamera oder aus meinen drei R3-Kameras, aus jeder Kamera. Die sind verbunden mit unserem Editorenteam, welches irgendwo bei Getty Images auf der Welt sitzt. Gestern saßen sie in London. Ein Team von 4, 5 Leuten, die diese Bilder live aus der Kamera gesendet, auf ihren Laptop reingespielt bekommen, diese Bilder ganz schnell editieren, photoshoppen, beschriften und unseren Kunden über unsere Webplattform gettyimages.com zur Verfügung stellen. Das dauert ungefähr vom Fotografieren bis zum fertigen Bild auf der Website unter einer Minute, 50 Sekunden. Da wir die wunderbare Herausforderung haben, im Sport nicht blitzen zu dürfen, wow, wie schön, ich blitze nämlich nicht so gerne oder ich blitze gar nicht, ich weiß gar nicht, ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr nicht einmal geblitzt, nutzen wir diese ISO-Performance extrem aus. Ich habe eigentlich vom Herzen her, mache ich bei 4000 immer Schluss. Aber es geht noch weiter. Ich war neulich in Kitzbühel bei so einem Nachtrennen, bei so einem Skinachtrennen, beziehungsweise bei so einem Wintersport-Event im Dunkeln, um 18 Uhr. Und da bin ich, glaube ich, auch mal bis 8000 hochgegangen. Und es hat noch wahnsinnig gut ausgesehen. Standard, zum Beispiel Allianz Arena, 4000, Kelvin 5.1, passt perfekt. Ich liebe es übrigens beim Sport, die Bewegung zu zeigen. Und ich habe mir auf die AF-On-Taste eine wunderbare Funktion gelegt, dass ich Bilder in der Aktion mitziehen kann. Das heißt, die Belichtungszeit von dem Moment, die kurze Belichtungszeit, wird sofort durch Betätigung dieser wunderbaren Zaubertaste umgestellt auf eine 60stel, 15stel oder wie auch immer 30stel, die ich vorher eingestellt habe und kann dann aus der Aktion mitziehen. Gestern ist es mir perfekt gelungen. Gelingt nicht immer, aber es wird immer besser. Da wir unsere Bilder, wie ich beschrieben habe, ja live senden, verbraucht das Live-Senden ziemlich viel Akku. Das heißt, ein Akku geht pro Fußballspiel von einer Kamera schon drauf. Das ist normal, das ist Standard, das ist akzeptiert. Deswegen habe ich genug Akkus in der Tasche und tausche die auch aus. Wir fotografieren so unglaublich viel, fast jeden Tag. Und wenn du jeden Tag etwas in der Hand hast, was du liebst, gewöhnst du dich oder verliebst du dich ganz, ganz schnell fantastisch in diese Kameras. Das heißt, dieses Gewicht dieser Kameras, nicht nur der Kameras, auch der Objektive, ist unschlagbar. Für Menschen wie wir, die um die ganze Welt reisen, in Flugzeugen, in Bussen, in Autos oder sonst was, ist es ganz entscheidend, leichtes, geringes Gepäck dabei zu haben. Ja? Weil wenn du den ganzen Tag oder einen halben Tag oder am Abend Kameras umhängen hast, auf der Schulter oder trägst und dieses ganze Setup hier ist nicht leicht, aber es macht es leicht. Fußball ist natürlich unser Hauptgeschäft, ist auch der populärste oder vielleicht so oder sicherlich der populärste Sport im Land. Aber die andere Sportart wie bei Olympischen Spielen, die man nicht so oft begleitet, ist auch unglaublich faszinierend. Ich habe das Glück gehabt, dass ich die Kamera 2021 schon testen durfte bei den Olympischen Spielen in Tokio und seitdem in Liebe mit diesem System. Und jetzt kommt ein bisschen der Regen, wunderbar. Und alle reden immer über die Schnelligkeit des Autofokus und so weiter. Und ich habe immer zu diesen Canon-Menschen gesagt, hey,
achtet auch darauf, wir sind draußen, outdoor, im Wetter, dass diese Kameras technisch sicher und technisch abgesichert dem Wasser und dem Regen und den Widrigkeiten Schnee bleiben. Das ist auch eine wahnsinnig wichtige Sache. Darf man nicht vergessen. Trotz aller fantastischer Technik gibt es Momente, wo man einfach mal was verpasst. Das passiert. Auch mir, auch uns. Und dann haben wir ein paar Kameras immer noch hinter dem Tor zu stehen, Remote-Kameras, die digital ausgelöst werden durch Funk, die dann diese klassische Position, die hinter Tor kommt, die haben sie schon vor 50 Jahren gemacht, wo man immer noch ein Tor von hinten, wie man es aus dem Fernsehen sieht. Und das sichert uns ab und zu mal den Arsch, wenn man mal was nicht hat. Wenn man einfach mal was verpasst hat, das ist ganz menschlich. Die habe ich hier drinnen, rechts und links, zwei Kameras, die auch voll regnen und im Wind und Wetter stehen, aber immer wunderbare Ergebnisse liefern.